get no sleep last night, I'm late. But time will tell, yo. Said if you love me, why would you. Mit so Michael Jersen, Jordan? I don't know myself, yo. That one there is a work of art, but cannot fit on the. Was geht, Freunde? Willkommen wieder zurück zu einem neuen YouTube-Video. Ja, direkt am 1.1. Da kommt das Video hier wahrscheinlich. Ihr seid bestimmt komplett noch Knockout von Silvester. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, Freunde, auf das 2024 noch krasser wird als letztes Jahr. Danke für das letzte Jahr, Freunde. Weiß ich sehr zu schätzen. Wir werden uns heute anschauen, was der beste Song aus 2023 war. So. Es wird so ablaufen. Wir machen eine Song-Competition. Das ist eine Website, auf der man Songs einsenden kann. Das heißt, die Leute hier im Chat, die schicken Songs rein auf der Webseite und wir werden in einem Turnierverfahren zusammen ausvoten. Also die Zuschauer können voten im Chat, welchen Song wir picken und welcher Song am Ende des Tages derjenige wird, wo wir sagen, ey, das ist der Song des Jahres. Das ist der Song des Jahres 2023, meine Damen und Herren. Lasst ein Video gerne liken, einen Kommentar, ein Abo da, lasst ein Follow auf Instagram da. Ich küsse eure Herzen, Freunde. Wir sehen uns. Kommt gerne in die Streams. Wir gehen rein. Sans ab, küsse eure Herzen. Okay, Freunde, wir fangen an mit dem der beste Song aus 2023. Wir voten hier in einem Turnier raus. Wir haben ein 64er Turnier. Wir fangen die erste Runde an mit Agassi von Billy gegen No Paul von Don Toliver. NRW ist mein Battlefield. Wechsel Bitches genau wie Kanäle auf Apple TV, weil es von ihnen eine Menge gibt. Gegnerrunde, Lee Fox mit No Paul. Ist für ihn sein Lieblingssong. Jetzt bin ich mal gespannt. Schwere Runden. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Chat hier votet. Eieiei. Oh, oh. Billy hat gewonnen. Yes. Wichtig. Mein Bruder Billa Joseph. Nächste Runde. 14 Passenger von Marikini gegen Luf Revens mit On The Radar Freestyle. Okay, als Gegner haben wir On The Radar Freestyle von Drake und Central C. Der Song war ja ein bisschen auch für Memes bekannt mit dem Combination. I'm on inside, got no stick in a ride. If I take flicks with the guys, I gotta put emojis over like three faces. Voting geht live, Chat. Voting ist an, 1 oder 2 in den Chat schreiben. Gewonnen hat 14 Passenger von Reezy. Würde ich das auch als meine Entscheidung wählen, Chat? I don't know. Okay, Freunde, nächste Runde. Mit Thank God gegen Ennis mit Baccara Rouge. Hala 3936 Morok. Das ist, boah, okay, weiter geht's. Wir gucken, Baccarat Rouge von Sadik und Haaland. Iba Asch klebt mir am Hals, so wie Baccarat Rouge. Leute sind noch nicht bereit für Haaland. Voting geht an, Digga. Voting ist an. Voting hat ergeben, ganz knapp gewinnt Travis Scott mit Thank God, Freunde. Ganz knapp. Nächste Runde, Kanye West, Everybody. Ist ja noch nicht offiziell released, aber man kann sagen, ist schon released so mäßig. Und Telekinesis von Travis. Wir gehen rein. Und damit gehen wir rüber zu Telekinesis, SZA, Future. Das ist sogar Sydneys Lieblingssong dieses Jahr, glaube ich, meinte er. Geisteskrank, wenn man so überlegt. Dieser Song, wenn ich ihn höre und daran denke, wie wir den einfach live in Rom gehört haben, beim ersten Travis Scott Utopia-Konzert. Won't you take a willing? I can't get enough! Ihr könnt voten, Chat, ihr könnt voten. Das Voting ergibt, es kann noch flippen, Chat. Kann das flippen, Chat? Kann das flippen? Theoretisch. Nein. Scripps mit Shoot gegen Lil Boat mit The Black Semino. Semino. Ach komm. Bevor du lügst, sag gar nichts. Sie spricht meine Sprache. Bruder, das ist doch. Guck mal, das ist. Ich fand das Lied war geil damals, als es rauskam. Ich fand's geil. But his head's way. Ich finde, Chat, Voting geht los. Voting geht los. Ich finde dieser langsame Sound irgendwie. Das ist irgendwie. Ich feiere das bei Yadi gar nicht irgendwie. Keine Ahnung. Das Voting geht ganz knapp, Chat. Ganz knapp an Reezy, meine Damen und Herren. Reezy gewinnt den Aal, brauchen wir nicht weiter voten lassen. Reezy gewinnt den Aal, wir machen weiter. Oh, okay, Red Flags von Reezy. Los geht's. Du willst Levels, lass den Devil mit dir tanzen. Red Flags fand ich aber gar nicht so krass aus dem Album, also hat mich jetzt gar nicht so Ding gecatcht gehabt. Oder wir gehen mal ins Voting rein. Jetzt bin ich mal gespannt aufs Voting-Chat. Jetzt bin ich mal aufs Voting gespannt. Das ist so ein richtiges Ding, was nach vorne geht. Ich sehe viele Zweier im Chat tatsächlich. Ich sehe viele Zweier im Chat. Das sieht mir aber sehr, sehr eindeutig aus, Chat. Fold gewinnt. Wir machen weiter, Bruder. Wir sind bei Song 7. Gerne so sein gegen Say My Grace. Was ist das denn jetzt hier aber? Sie würden gerne so sein, aber sie können nicht. Dafür haben sie keine Zeit. Make room on my plate. I just say my grace and then I ate. Got a particular taste. Ihr könnt voten. 1, 2. Ihr könnt voten. Okay, Chat. Könnt noch flippen. Wird's aber nicht, wa? Dip. Ja. Fighting My Demons, Chat. Und der Start alleine von diesem Song, Chat. Ihr könnt voten, Digga. Ich sag, wie es ist. Meine Stimme steht. Brüderlich, meine Stimme steht. Ja, brauchen wir. Obwohl, es könnte sogar knapp werden, ne? Weil das hat halt auch auf TikTok viel Hype gehabt. Das ging sogar auch auf TikTok ein bisschen viral, ne? Ken Carson hatte schon so ein krasses Jahr für sich. Das Ding gewinnt Ken Carson mit Fighting My Demons. Wir machen weiter. 99999 Edgar mit Audi hier von Rich and Mary gegen Fell in Love von Prex. Coole Picks. Ride rich, flip, put a bitch in rotation. Pinky ring, flip.
sehr gutes Ding vom Album, muss ich sagen. Also Richard Murray hat dieses Jahr für mich sehr abgeliefert und sehr überzeugt. Fell in Love von Lil Tecca King Carson. She wanna know who I am. She'll give a fuck who I was. I know that she was a fan for real. That's why I'm fucking with her. Ey, ich hab's gestern gesagt, ich find einfach die Hook so cool, wie die so Tecca kennt, so geil. Voting brauchen wir gar nicht weiter laufen lassen. Fell in Love gewinnt den All. Wichtig. Nächste Runde wieder Tecca, A$AP Dose mit Either Way gegen Noya mit Reezy. Reezy hatten wir zum ersten Mal. I'm a girl in my life. Ey! Ey, man kriegt so einen Rhythmus-Chat, wisst ihr? Ich brauch keine Pillis, doch brauch einen Zanny. Denn ich hab einen 10-Stunden-Flug nach Miami. Wie kann ich in 3 Stunden einen 30er verbrennen? Sagt ihr 1 oder 2, Chat? 1 oder 2? Okay, Voting wird knapp, Chat. Oha, Voting wird knapp, warte mal. 1 oder 2, 1 oder 2, es flippt, flip. Zieht die Flipflops an. Es wurde Lil Tecca mit Ida. Way, wir machen weiter. Green Room gegen Outside. Outside Chat. Billy hat dieses Jahr echt abgeliefert für viele, muss ich. Also sehr, sehr geil. Ja, du post mit deiner Chain, doch das macht die Krone nicht so wie wir. Kein Charakter, alles fake, wir haben es gebrochen, du bist ein Orang. Ihr könnt voten, Chat. Ich bin mal gespannt aufs Voting. Für mich beides sehr, sehr starke Songs. Zwei sehr starke Songs. Outside gewinnt gegen Green Room. Yeah. Ich muss sagen, aber Chat, Green Room, muss ich sogar sagen, ist ein Song, den ich sogar noch öfter höre als Outside, aber ich habe Outside, glaube ich, mehr gehört. Ich habe den Song durchgeknallt, vor allem als Billy mir den vorher schon geschickt hat. Ich habe den durchgeknallt, den Song. Okay, X2 gegen On That Shit von Billa. Digga, was ist denn hier los? Seid ihr eine Billa Joe Armee oder was? Ist ja geistkrank. Digga, Chat, ich weiß nicht warum. Ich fand zum Beispiel den Song, habe ich irgendwie nicht so gefühlt. Und ich habe auch allgemein Pink Tape 0 gefühlt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Okay, Voting wird knapp, warte mal. Aber Marlo und Billy haben gewonnen tatsächlich. Marlo und Billy haben gewonnen. Nächste Runde, Fiend. Wäre der Song nicht drinne gewesen, Chat, dann hätte ich ja auch noch. Also der musste drinne sein, Chat, der musste drinne sein. Und Tesla von Yadi, auch ein harter Track, wir gehen rein. Ich sag's, bleib dabei, Chat. Die Utopia Album Reaction on Stream ist eines meiner Lieblingsvideos auf meinem ganzen Kanal. Für mich ist Utopia, ich liebe dieses Album, wo wir es erstes Mal gehört haben. Hidden Features. Es war so geil, wirklich. Es war so geil, Digga. Wow. Leute sagen ausgelutscht. Ey, Bruder, normal. Den Song haben wir auch tausendmal gehört. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach auch einer der Songs, also gehört zu Song des Jahres so in die Auswahl auf jeden Fall dazu. Ist ein krasser Song gewesen, vor allem als man ihn am Anfang gehört hat, Digga. Boah. Gas him up and get him killed. Ihr könnt voten, Chat. Es war auch, das ist dieser Lil Yachty-Sound, den ich so hart feier, Chat. Das ist genau dieser Yachty-Sound, den ich brauche, Chat, den ich so feier. Das Ding gewinnt tatsächlich Travis Scott mit Fiend. Aber ich muss auch sagen, hartes Ding. Ist auch harte Competition hier. Fiend ist schon echt ein Ding. Alyosha mit Runner Test gegen Maxi mit Flooded the Face. Okay, geile Picks. Dirty ass boy, we all pop some money. That's much cheese, ain't trust nobody. Also ich muss immer noch sagen, Runner Test, Babyface, Red 40 the Dark, was die da gemacht haben, war besser als das, was Flo Milli gemacht hat, brüderlich. Boah, das ist auch ein hartes Intro gewesen, muss man sagen, vom Album. Das Ding gewinnt auch Flooded to Face. Meiner Meinung nach, ja, kann man verdient sein, kann man. Okay, was haben wir hier? LMH mit FaceTime Hiding von Kodak gegen Schneemann Nizzy. Es war natürlich Slam. Bevor ich es gesehen habe, wusste ich, dass es Slam. Free Draco, love my slime buddy. I was on probation, still out hunting. Hart, hartes Ding. Mein Ach komm mit paar Blöcken in den Schneemann. Bist so fällig, wirst du hochgenommen, so wie von Hebammen. Versägst du tief, wow. Bruder, Nizzy ist harter Rapper, Bruder, ja. Ich würde mich so gerne im Studio mit Nizzy und Lucio sehen, ne? Boah, wisst ihr, wie krank hart ich das feiern würde? Okay, das Ding gewinnt Nizzy tatsächlich. Verständlich, aber auch. Ich muss sagen, war jetzt, fand ich härter ein bisschen. Fand ich schon härter. Wir haben My Eyes gegen Fuck You Mean. Das musste drin sein. Luca gegen Mo. Alter, ich weiß noch die Reaction damals, Digga. Wir haben wirklich so, Bruder, wir saßen hier so, Chat, so richtig durchgedreht. So, oh, wow. Fuck You Mean. Ja. Oder ich würde sagen, dass der Song ist auf, also man muss ja auch ehrlich sein, Chat, der Song hat auf TikTok auch so eine Welle geschlagen, ne? Geiler Song gewesen, hat man sehr viel gehört, aber dieser Part von My Eyes ist mit einer der krassesten Travis-Parts, Bruder, wie er da drauf geht, ist wow. You're the Moon gegen Air Berlin. Okay, ich fand den Song am Anfang nicht so geil. Hab den jetzt richtig viel gehört sogar. Ich habe ihn mir Real Talk auch etwas aufgezwungen, brüderlich. Also ich muss sagen, jetzt geht er schon rein, aber ich bleib dabei. Der ist mir irgendwie. Ich fand die anderen zwei besser, die Releasten. Sagen wir es so. Ich fand die anderen zwei Releasten besser, aber der war auch nicht verkehrt. Nicht mal 14 Verfahren wurden eingestellt. In Berlin bist du oft nicht allein gestellt. Ist schon hart, doch jetzt hätte macht mäßig Geld. Oder ich fand das so hart, Digga. Vor allem, weil er das Sample von Back to Back so mäßig genutzt hat, den Beat. Extra hat da nochmal ein bisschen mehr Pimp draufgehauen, Digga. Wow, so hart. Ich bleib dabei. Das ist so ein hartes Ding. Der Winner ist You're the Mood von Cardi, aber ist auch ein Banger auf jeden Fall.
Fall. Also ist auch ein geiles Ding. Okay, nächste Runde. Draußen essen, spät schlafen gegen Burst. Get Burfitt von JPEG Mafia, Danny Brown. Okay. Frag mich, warum guckt er erst an Misty oder Fan? We don't get to cool run in a post-Cayenne. Das ist halt genau Pascha, sein Sound. Der geht hart im Winter. Richtig anstrengendes Lied, ich muss sagen. Sorry, richtig anstrengendes Lied. Sehr anstrengendes Lied, wirklich. Winner ist Pascha. Wir gehen in die nächste Runde. 19 von 32. Okay, You Broke My Heart gegen The Secret Recipe. I put careers on shelves like Amazon Distribution Center. Hell, really hate the Carlo Broski for the dirty work. Digga, ich muss sagen, das war das beste Lied von Scary Hours, Digga. So hartes Ding. Okay, The Secret Recipe, J. Cole, Lil Yachty. I see through every front, I speak out what I need. I post everything I want. Ja, viele haben das Ding gut gehatet, ne? Hab ich gesehen gehabt. 2024 gegen I Am I Dreaming. Wir gehen rein. Yeah, yeah, you can barely feel. Jetzt bin ich, also das Voting ist jetzt hier, oh okay, 177 zu 104, okay krass. Sehr geiler Vibe bei dem Song, ich hätte 2024 genommen, weil ich muss einfach sagen, ich feiere den Song zu sehr, Bruder. Aber okay, weiter geht's, wir machen weiter. All My Life gegen 2021 Vibes, J. Cole, Lil Durk, Loop Dardinho gegen Cordero. All My Life, All My Life. Trying to keep me down. Okay, 2021 vibes, lucky. Relax for the 10. We in Chandler. I do 50k, ey. Ihr könnt voten. Für mich ist halt 2021 Vibes so richtig auf TikTok so ein Ding, wa? Das hat auf TikTok so richtig viral gegangen, ne? Lucky gewinnt den all. Money and Vibes gegen June 22nd. I just need money and Vibes. Don't need none of that toxic shit. Point blank, mode. Das ist meiner Meinung nach ein harter Track gewesen. Also jeder, der gesagt hat, TJS und so, bei dem Song muss man Hack geben, Bruder, wie er da drauf slidet und Storytime erzählt. Der TJ gewinnt das Ding. Ich muss aber auch sagen, TJ, sein Song war hart. Ich muss sagen, Nems wurde halt gut geknallt auf TikTok. Cry Again, was ist denn das hier? Okay, das gewinnt halt automatisch. TJ gegen Reezy. Trackies gegen Foster Baby. Ashraf hat mir Trackies geschickt. Doch ich wurde sechsmal gerippt. Ich muss sagen, Chat, damals, als der Song gedroppt ist und noch nicht geknallt wurde von TikTok, von diesen ganzen cringen Wichsern, die die ganze Zeit schreiben, Ashraf schickt mir Trackies, war der Song hart. Every day, I used to wake up and pray. Grandma was fighting for her life in the hospital. I did not wanna see her that way. Könnt voten, Chat. Ich muss sagen, das TJ-Album war das schwächste TJ-Album leider. Und auch kein Album, was ich so viel noch gehört habe leider. Weil es auch zum falschen Zeitpunkt gedroppt ist. Im Sommer droppt er so ein trauriges Album. Aber ich hoffe, TJ fängt sich wieder, weil das ist mein Goat. Drake gewinnt. Auch verständlich, war ein guter Track. Strike in Gunna Back to the Moon, okay. Strike war mein Song, auf, also Top 1 Song, den ich am meisten gehört habe anscheinend. It's us. I was geeking. Ja, ich muss sagen, Strike hat so einen guten Vibe in mir ausgelöst. Ich hab's geliebt, ne? If you don't vote with me, don't do what I do. Thank you the one, but he really the two. Better get low when I hear that you're cool. Wir können voten, Chat. Beide Songs sehr stark. Für mich ist es Strike. Für mich. Gunna gewinnt das Ding. Für mich aber Strike persönlich. Some to do gegen Meeks und Matt Cloud. Leute. Yo, I'm singing that beat. Ich sag ehrlich, Yeet. Also Benny X hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass Yeet so poppt, ne? Muss man auch mal zugeben, ne? Real Talk. So geil. Also Benny X und Yeet, die haben sich so, Chat, die ergänzen sich so krass. Ich feier das einfach unnormal. Was ist das denn jetzt? Das ist Summer? Das klingt nicht wie Summer, das klingt wie ein Klon. Wir brauchen gar nicht Voting weiterlaufen zu lassen. Yeet weiter. Incredible Source mit Dave gegen Travis Scott, I Know. I'm already in the Champions League. It's on me if I stand on street. Der Beat's halt sehr hart. You say it's just the drugs and I know, I know. I know, I know, I know, I know. Man muss auch einfach sagen, Chat, OZ hat so gezaubert auf diesen Beat, Bruder. Diese Ear Candy geht so rein. Es ist so ein schöner Song. Ja, I know, gewinnt das Ding, aber auch verdient, muss ich sagen. Hartes Ding. Vorletzte Runde. Yami, BK, Color Show. Oh, ich glaube, Afro Amapiano Stuff. Gegen Luciano Morad. Morad. Karaché, quand un négro, j'ai choisi mes modèles. C'est fiable comme un moteur allemand. Luciano Morad, Familia. Lo siento, no quiero ni empatizar. Mi mente solo pensa progresar. Okay, Luciano Morad gewinnt das Ganze. Letzte Runde, Chat. Luciano, 6pm. Gegen Till Further Notice, Digga, sehr viel Travis hier drin. Auch ein harter Track. Mein Bruder guckt live für Schock. Denk an deinen Traum und lauf. You know the love was X-rated. That's how we made it. Drink it, balance the patience. Watch how you take it. Also ich muss sagen, Till Further Notice ist, glaube ich, locker einer der, also, underratedsten Song auf dem Album gewesen. Dann kam es aber, hat es ein bisschen wieder Hype bekommen. Es ist auch meiner Meinung nach einer der krasseren Travis-Parts auf dem Album. Ich finde, das Lied ist ein sehr krasses Outro auf dem Album gewesen, muss ich sagen. Sehr krasses Ding gewesen, persönlich. Okay, Travis gewinnt das Ganze, verdient. Okay, Freunde, wir sind jetzt in der 16er Runde. Wir machen es so. Ich werde die Lieder jetzt nicht wieder nochmal hören. Ich lasse euch einfach immer voten. 1 oder 2. Ich lasse euch einfach immer voten. Straight up. Entweder 1 oder 2, Chat. 1 oder 2. Billy oder Reezy. Kann sich noch was tun, aber
ich glaube, schwer, dass ich noch was tut, Chat. Wir gehen weiter mit 14 Passenger. Okay, nächste Runde. Thank God gegen Telekinesis. Weiter geht's. 1 oder 2. Das ist jetzt hier eine Straight-Up-Voting-Phase, Freunde. Oha, sieht sogar gerade eindeutig aus, ne? Okay, das Ding gewinnt Telekinesis. Okay, Shoot oder Fold? Okay, oh, Alter. Alter. Okay, das wird auch ein eindeutiges Ding, Chat. Say My Grace gegen Fighting My Demons. 1 oder 2 in den Chat. 1 oder 2 in den Chat. Das ist hier gerade Schlag auf Schlag, Bruder. Wirklich Zahlen reinschreiben. Ist ja grausam. Oha, wie close. Warte mal, Say My Grace führt sogar? Ich dachte, das wird ein eindeutiges Ding für Fighting My Demons. 4-Wort-Unterschied, Chat. 4-Wort-Unterschied. Alter, was geht denn jetzt ab? Oh, Fighting My Demons führt wieder? Unentschieden? Fighting My Demons hat noch gewonnen. Digga, wie hat der... Das ist ja geflippt aus der Hölle. Fell in Love gegen Either Way. Tekka gegen Tekka. Ja, fertig. Brauch ich gar nicht mehr weitermachen. Blitz-K.O. Outside gegen Onechit. Billa gegen Billa. Auch wieder eindeutiges Ding. Outside gewinnt den All. Weiter geht's. Oh, Flooded the Face oder Fiend? Flooded the Face oder Fiend? 1 oder 2? Tschüss. Okay. Ich glaube, die Seite kommt nicht mal mehr hinterher mit den Votes, ne? Fiend gewinnt den All. Schneemann von Nizzy gegen My Eyes. Vamos! Ich will hier den besten Song 2023 finden, eurer Meinung nach. Let's go! Und es ist My Eyes, aber mit was für einem Abstand? You're the Moon oder draußen essen, spät schlafen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Aber ich glaube, ja, wir gehen rein. Auch ein eindeutiges Ding. Cardi in die nächste Runde mit You're the Moon. You Broke My Heart gegen Am I Dreaming. Chat, seid ihr ready? Auf der Seite sieht es eindeutig aus und es ist Am I Dreaming, Chat. Wir machen weiter. 2021 Vibes gegen June 22nd. Lucky versus TJ, Chat. Lucky versus TJ. TJ geht in die nächste Runde. Ist aber auch ein harter Track, muss ich sagen. Driver's Seat gegen Trackies. 1 oder 2, Chat. 1 oder 2. 1 oder 2! Stop voting. Gewinnt Trackies. Ashra, weiter geht's. Back to the Moon gegen Eam Triplett. Yeah, yeah. Okay, weiter geht's. Some to do gegen Thank God von Travis Scott. Wie es hier aussieht, sag ich jetzt erstmal nicht. Es ist aber auch Travis mit einem Blitz-K.O., Digga. Tschüss. Back Chaser Jun gegen I Know. Das Ding gewinnt halt auch wieder Travis mit I Know. Nächste Runde von dem Viertelfinale, Chat. Moddard gegen Travis Till Further Notice. 1 oder 2, Chat. Moddard Luciano oder Travis Scott. Eindeutiges Ding, Travis mit Till Further Notice. Okay, Achtelfinale, Chat. Achtelfinale. 14 Passenger gegen Telekinesis. Was sagt der Chat? Es geht jetzt immer schneller durch, Chat. Es geht hier immer schneller durch. Wir geben dem Voting auch immer weniger Zeit. Wir wollen es hart auf hart wissen. Telekinesis gewinnt den All. Weiter geht's. Shoot gegen Fighting My Demons. Sehr interessantes Battle. Sehr, sehr interessantes Battle. Das Ding gewinnt Fighting My Demons. Weiter geht's, Chat. Fell in Love gegen Outside. Fell in Love gegen Outside von Billa Joe gegen Lil Tecca, Ken Carson. Let's go. Vamos! Knappes Ding, Chat. Knappes Ding. Das Ding gewinnt aber Lil Tecca, Chat. Weiter geht's. Fiend gegen My Eyes. Travis gegen Travis. Das wird jetzt öfter vorkommen, das Battle, Chat. Knappes Ding. Alter, krass. Schon sehr crazy, wie knapp der alles. Da tut sich nichts mehr tatsächlich. Es ist My Eyes. My Eyes gewinnt gegen Fiend. My Eyes gewinnt den Spaß gegen Fiend. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Fiend gewinnt tatsächlich. Ernst. You're the Moon gegen Am I Dreaming. Cardi gegen Metro Boomin, A$AP Rocky Rosé. Alter, Am I Dreaming ist ja ein richtiger Favorite von euch, ne? Und das Ding gewinnt wahrscheinlich hier Am I Dreaming von Metro Boomin und A$AP Rocky. Nächste Runde, Chat. Okay, jetzt bin ich gespannt. June 22nd gegen Trackies. Jetzt komm, okay. Jetzt lehne ich mich zurück. Ich halte mein Maul. Ich lasse euch mal machen. War knapp. Trackies gewinnt den All. Wir haben Back to the Moon gegen Thank God von Travis. Back to the Moon gegen Thank God von Travis. Das Ding geht aber an I Know Chat. Weiter geht der All. Letztes Voting vom Achtelfinale. Till Further Notice gegen I Know Chat. Alter Schwede, hä? Hatten wir I Know zweimal? Achso, das war Thank God gerade. Ich Idiot. Faires Voting. Das Ding gewinnt I Know. Auch verständlich auf jeden Fall. Wir gehen ins Viertelfinale, Chat. Quarterfinal. Wir nähern uns dem Finale. Telekinesis oder Fighting My Demons, Chat? Telekinesis hat Fighting My Demons gegen die Wand gespielt, Junge. Nächste Runde. Fell in Love gegen My Eyes. Lil Tecca gegen Travis Squad. Oh. Ja, das war logisch. Logisch, ja. Am I Dreaming gegen Trackies? Es wird immer deutlicher für die Leute hier irgendwie. Das Ding geht aber tatsächlich, Chat, an Am I Dreaming. Brauchen wir gar nicht weiterlaufen lassen. Thank God gegen I Know, Chat. Welcher Travis-Song schafft es auch weiter ins Halbfinale? Jetzt wäre natürlich krass, Chat, wenn jetzt Telekinesis gegen entweder einen von den beiden Songs antritt oder wir halt wirklich so ein Travis-Travis-Finale haben, ne? Bis jetzt muss ich sagen, sind die Songs, die dabei sind, echt sehr nice, muss ich sagen, sehr nice. I Know gewinnt das Ding. Krass. I Know ist so ein krasser Favorite von euch, Chat. Boah, aber ich finde Thank God sehr underrated. Ich glaube, Thank God habe ich aus dem Album am meisten gehört. Vor allem der zweite Part. Okay. Telekinesis oder My Eyes, Chat. Wir sind im Halbfinale. Welchen von den zwei Songs findet ihr besser? Was? So eindeutig? What? Alter, das ist krass. Okay, ey. Muss ich auch fair bleiben. Blitz-K.O. für Ding. Blitz-K.O. für My Eyes, Digga. Ich sag dir ehrlich, ich fand aber Telekinesis irgendwie krasser als My Eyes. Zweites Halbfinale, Chat. I Know gegen Am I Dreaming. Es sieht nach einem Travis-Scott-Finale aus, Chat. Drei, zwei, eins. Das Ding geht an I Know. Und jetzt, meine Damen und Herren. Wir sind im Finale angelangt. Was ist eurer Meinung nach der Song des Jahres 2023? Okay, boah. Alter. Das war's.
Das war's. My Eyes gewinnt Song of the Year 2023 laut der Community. Sehr, 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 sehr krass. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Was war euer Song 2023? Würdet ihr sagen, My Eyes ist ein W-Pick? Vernünftiger Pick, ein verständlicher Pick? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, Freunde. Ich wünsche euch einen schönen neuen Rutsch und das gute neue Jahr. Küsst eure Herzen für dieses schöne Jahr, Freunde. Wir sehen uns 2024. Noch stärker, noch krasser, noch heftiger. Wir willen ganz nach oben, Freunde. Slums up, ihr wisst selber. Ganz nach oben. Lasst ein Video, liken, Kommentar, Abo da lassen. Voll auf Instagram da, Freunde. Slums up. Wir sehen uns, Freunde. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Haut rein. Ciao.